Ja, und damit recht herzlich willkommen, liebe Leute, bei einem neuen Let's Play von Ketogrim. Exklusiv hier auf dem Channel. Dieses Mal bin ich übrigens bei, möchte ich sagen, wirklich atemberaubender Grafik unterwegs. Schon fast fotorealistisch. Ja, und wie ihr seht, habe ich mir so einen kleinen Speedhack gegönnt. Der Speedhack heißt Elmoto. Und mit dem bin ich unterwegs und spiele Pokémon Go. Ja, hier bin ich gerade, sag ich mal, in den heimischen Gefilden unterwegs und ja, auf dem Weg zum ersten Spot, den ersten Pokestop. Und da gab es doch schon mal direkt 3 Pokebälle. Was sagt man dazu? Fängt schon mal gut an. Ja, und nun geht der Weg hier weiter. Da habe ich übrigens ein bisschen gerade den Blick auf das Shiggy gesetzt. Leider muss man ja sagen, ist gerade aktuell so ein Bug aktiv, dass man das nicht genau orten kann. Das heißt, es sind immer nur 3 Fußspuren, die angezeigt werden. Soll bald gefixt werden. Aber jetzt aktuell muss ich erstmal damit klarkommen. Generell, die Spielidee ist natürlich, muss ich sagen, super. Ich habe damals auch Pokémon gespielt, hat ja fast jeder gespielt. War jetzt nie ein Riesenfan, aber ich habe es halt gespielt. Und ist dementsprechend ein schönes Retro-Feeling hier für mich. Was jetzt einfach den Reiz für mich ausgemacht hat, dass ich damit jetzt angefangen habe und es auch natürlich wieder so ein bisschen übertreibe, wie das bei manchen Spielen bei mir so üblich ist, dann übertreibe ich halt mal ganz gerne, hat eigentlich damit zusammen, war der Zusammenhang dementsprechend, weil man einfach das Outdoor und das Spielen kombinieren kann. Irgendwie zum ersten Mal, muss ich sagen. Es gibt ja schon so ein paar Vorgänger und Ingress auch zum Beispiel, wo ja das Netz herkam von Pokémon, ging komplett an mir vorbei. Reizt mich auch nicht so, ich habe mir das angeguckt. Aber das ist jetzt wirklich hier mal, ja, einfach so eine Kombination zweier Hobbys. Und fand ich super witzig, musste ich ausprobieren und ja gut, wie das denn so ist mit Looten und Leveln und Sammeln und was weiß ich, man kommt natürlich schnell in so einen kleinen Sucht, in so einen Sog rein und das werdet ihr auch noch sehen im Laufe des Let's Plays, dann trifft man auf andere Leute, man erkennt sie. Ich habe ja jetzt zum D-Zeitpunkt schon Level 15 und dementsprechend einige Sessions hinter mir, bei Nacht durch die Stadt gefahren und das gemacht. Bei Nacht durch die Heide gefahren, unter einem wirklich blutroten Mond durch die Nebelbänke in der Heide gefahren. Und ja, da war ich übrigens kurz zu sehen, da musste ich mal checken, ob da auch wirklich die Kamera läuft. Und ja, das bleibt drin und dann geht das weiter. Und das war wirklich ein interessantes Feeling, nur im Scheinwerferlicht da so ein bisschen was gesehen und dann, ja, quasi Pokémons gesucht. Und sind die Verrückten da lang gefahren und brüllen aus dem fahrenden Auto, Pokémon, dann sehen sie mich und hier, dann winkt man sich zu und das ist schon ziemlich irre eigentlich, dieser Hype. Wird natürlich auch mit der Zeit wieder abklingen, aber jetzt gerade echt was Interessantes. Und ja, da setze ich übrigens dann die Fahrt erstmal fort. Den Shiggy habe ich dann sein lassen, den habe ich nicht gefunden. Und der ist da irgendwo im Radius von bis zu 900 Metern, knappe Kilometer, wird er angezeigt. Also da sieht man einfach nichts und man kann es nicht genau orten. Ja, und hier geht's jetzt los mit dem ersten Kampf. Und es ist natürlich wieder mal ein Taubsi. Wettkampfpunkte 61. Naja, nicht wirklich eine harte Nuss, aber ich werde es mal mitnehmen. Natürlich ist das hier, was ich jetzt zeige, nicht wirklich zur Nachahmung empfohlen. Also bitte nicht sowas auf so ein Gefährt spielen, ne? Ihr wisst Bescheid, ist ja klar. Und ja, da habe ich sie gekriegt. Und jetzt setze ich erstmal die Fahrtbrille auf, weil gleich vorne ist der nächste Pokestop und danach geht es erstmal die Landstraße runter. Mit maximal Speed. Oh. Ja, Leute. Das passiert auch mal. Game gecrashed. Taubsi werde ich höchstwahrscheinlich trotzdem haben. Gucke ich jetzt gar nicht nach. Weil solche kleineren, die fängt man eh dann meistens immer. Das ist übrigens ein wohlbekannter Bug. Da sind sie schon fleißig dran und der soll mit dem nächsten Update gefixt sein. Beim nächsten Update soll auch der Tauschhandel rauskommen, dass man dann untereinander tauschen kann. Also sehr schön. Ja.
kann man mal verzeihen. Schlimmer ist das mit den Servern, aber gut. Ich sehe, da sind ein paar andere Trainer, da bin ich lieber schnell mal weiter weggefahren. Also die sahen mir zu gefährlich aus. Den Pokestop links übrigens, den habe ich jetzt einfach ausgelassen. Jetzt bin ich im Ladebildschirm, muss hier erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Dementsprechend geht es da jetzt einfach weiter. So ein Verkehrsstau, die da auf dem Rad. Naja. Ja, die KI ist schon nicht schlecht. Manchmal setzt sie auch ein bisschen aus, das merkt man. Also manche verhalten sich ein bisschen eigenartig. In den einen Tag, da war ich auf dem Skaterplatz und da hat mich einer von der eigentlich normalerweise friedlichen KI angegriffen. Das war so ein, ja, so ein NPC-Opa. Und der wollte mich vom Skaterplatz dann verjagen, weil ich dann ja mit dem Speedhack da stand, mit dem Elmoto. Und ja, hält übrigens, ne? Habt ihr gesehen, alles bombenfest. Super. Nee, und dann hat er mich dumm angemacht und so. Ja. Und dann musste ich erstmal mich ein bisschen erklären, was da los ist und so. Und dass das Fahrrad ist und wo das Problem sei, wenn ich da ein bisschen über 100 Kilo wiege, ich mit dem Gefährt zusammen, also werde ich da bestimmt keine Schäden machen. Und ja, da der dann so mit so einem Befehlston, wie so ein KZ-Oberst rumgesprochen hat, hat mich das dann ein bisschen angekotzt. Und ich wollte nämlich in dem Moment eigentlich gerade eh fahren und saß da 2 Stunden in der Sonne, ganz entspannt, super. Und setz mich auf mein Elmoto und will gerade losfahren, so schon gerade am Anrollen. Und dann, wie gesagt, kam er an, ich bin stehen geblieben, habe ich mit ihm gehalten, was will er denn? Und ja, dann konnte ich natürlich noch nicht gleich fahren, weil er wollte ja, dass ich fahre. Und ich will ja nicht das machen, was er will, sondern ich will das machen in dem freien Land, was ich will. Vor allem, wenn ich gegen nichts verstoße, keinen störe und so weiter und so fort, kennt er ja wirklich. Also bin ich erstmal über den Skatepark mit dem Elmoto rübergefahren, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Weil, was soll ich da auf der Fahrfläche mit dem Ding halt? Das kam mir eigentlich gar nicht in den Sinn. Der stand da halt am Rand. Ja, nee, aber dann bin ich natürlich rübergefahren. Und der Typ kam dann draufgelaufen, ganz hektisch, rumgewuchtet mit seinen Händen da, wollte mich da runterjagen. Und habe ich ein paar Mal umkreist, hab dann ein bisschen zurückgeflaumt. Bin ich mit breiten Grinsen genüsslich von dann gefahren und hab mal geguckt, wie er versucht hat, kurz in den Berg zu kommen oder nach mir zu greifen. Hat er natürlich nicht geschafft mit seinen langsamen Reflexen. Und so hat er tatsächlich aus dem super friedlichen Menschen einen kurzen Rowdy gemacht und das schön erzählen können dann wieder an seinem Stammtisch. Aber gut, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus. Und das war die kleine Geschichte hier. So, und das ist jetzt erstmal das ein ganz schönes Stück hier zu fahren, immer geradeaus zum nächsten Spot. Ich fahre jetzt quasi aus meinem Heimatdorf heraus in die große Stadt Gifhorn. Ja, und ich würde sagen, machen wir hier mal den Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video in Gifhorn-Winkel wieder. Bis dahin, ciao!